Es ist das älteste Strategiespiel der Welt. Jahrelang war Schach als Altherrensport verschrien. Jetzt aber erlebt es einen regelrechten Boom. Gründe dafür etwa die Erfolgsserie Damengambit. Der Weg einer jungen Amerikanerin vom weißen Kind zur Schachweltmeisterin. Es gibt niemanden auf der Welt, der so begabt ist wie du. Zum Aufleben hat aber auch der Lockdown beigetragen. Bei mir war es ja auch so, ich habe dann im Lockdown wieder angefangen, klassisch, auch mit Brettspielen, Schach natürlich, aus der Fadesse heraus und habe mich dann auch wieder eingelesen in die verschiedenen Strategien, Eröffnungen. Und ich glaube, ja, durch den Lockdown hat Schach halt wieder irrsinnig dazugewonnen. Nicht nur gegen Langeweile, die Moderatorin spielt vor allem in stressigen Zeiten. Gerade nach einem langen Arbeitstag, wenn man dann nach Hause kommt und dann vielleicht am Handy, das geht ja heutzutage, dann eine Partie Schach spielt, es entspannt, man kommt auf andere Gedanken, der Kopf konzentriert sich vollends auf dieses Schachbrett. Voll konzentriert auch Denise. Die 24-Jährige spielt im Damen-Nationalteam. Bis zu 20 Stunden pro Woche trainiert sie dafür. Das Knifflige ist, dass du quasi allgemeine Regeln hast, die du aber immer wieder auf neue Stellungen anwenden kannst. Also es gibt nie eine Regel, die auf alles gilt. Du musst immer ganz konkret schauen. Und jede Stellung ist immer ein neues Erlebnis. Schach ist modern, ist spannend, ist aufregend. Es ist ein Kampf zwischen zwei Personen. Und das zieht die jungen Spieler an. Das ist die Analyse, die Möglichkeiten, die Vielfalt. Mehr als 300 Spieler kämpfen in der Plus City um den Sieg am Brett, und zwar auf Zeit. Viele Hobbyspieler spielen ja ohne Uhr. Im richtigen Schach, unter Anführungszeichen, wird immer mit Uhr gespielt, weil die Uhr ist ein ganz wesentlicher Faktor. Im Prinzip läuft der Schach dann so ab, ich mache das, du machst das, dann mache ich das. Und wer weiter rechnet, gewinnt. Und wenn ich mehr Zeit habe, ist es ein riesiger Vorteil. Und deswegen muss die Zeit im Schach immer gleich sein. Egal ob auf Zeit, im Lockdown oder gegen Stress, das älteste Strategiespiel boomt. Mit Altherrensport hat das garantiert nichts mehr zu tun.